Hallo, hier ist wieder Xenos Squadron mit Mega Maker. Eigentlich wollte ich ja gerade aufhören, aber irgendwie dachte ich mir dann, ach komm, eine Folge geht noch, eine geht noch. Und wir machen weiter mit der Hidden Base. Vom Geheimnis zum Versteck. Also sonderlich versteckt wirkt die jetzt nicht auf mich. Ich hatte nicht erwartet, dass ich da jetzt plötzlich eine Decke über mir haben würde. Klar. Es ist absolut physikalisch richtig, dass diese im Boden steckenden Kanonen von dem Förderband so transportiert werden können. Ja, du, nee. So, das hier war schwierig, aber machbar. Alles im Rahmen bisher. Ab in die ewige... Also das konnte ich nicht wissen. Oh oh. Oh je, je, ich werde wieder verfolgt. Napalm in Paranoia, huh? Puh, ob das jetzt hier alles so einwandfrei machbar ist. Boah. Schwierig, schwierig, schwierig. Ganz schwierig. Och du, da gebe ich mal keine Wertung, weil ich die letzte Passage absolut nicht einschätzen kann. Die letzte Passage war ein bisschen viel. So, jetzt sind wir hier erstmal so weit durch. Das heißt, darauf habe ich keinen Bock. Topman's Research Facility. Na, mal gucken. Was wird denn hier erforscht? Und warum erforscht Topman irgendwas? Aha. Ja, da war ich nicht auf der Plattform. Das finde ich aber gerade interessant. Meine Güte, Leute, es reicht doch auch irgendwann mal wieder damit, oder? Was soll ich da machen? Hä? Ja. Ganz tolle Idee, Stella. Ganz tolle Idee. Ich muss da mal kurz zur Seite lenken. Dann falle ich aber runter. Muss ich wahrscheinlich möglichst spät
rutschen. Einmal kurz in diesen Nebenraum, war da sonst irgendwas? Also, weil ich mich drauf bewege. Muss ich vielleicht gar nicht da nach unten. Ich komme halt nicht bis ganz rüber. Kann auch noch was anderes probieren. Nee. Da komme ich nicht schnell genug hin. Das muss irgendwie so funktionieren. Jetzt wäre ich ja fast rübergekommen. Jetzt hat nicht mehr viel gefehlt. Das ist so knapp bemessen. Ich weiß nicht, wie genau ich da drücken muss. Ebenso wenig, warum der Ersteller sowas vom Spieler erwartet. Ich weiß halt nicht, wo ich mich auf der Plattform am besten befinden will, um bestmöglich durchzukommen.
Eigentlich doch möglichst weit vorne, oder? Damit ich möglichst viel Spielraum habe, um im richtigen Moment dann zu drücken. Der Sprung hier oben, der ist auch nur ein Zeitfresser. Da, ich. Einen ganz kleinen Tacken später muss ich drücken. Das war gerade ungewollt, da wollte ich eigentlich nur nachkorrigieren, aber naja, geht halt nicht, wenn Springen genau das ist, was man machen muss, um weiterzukommen. Es geht halt so schnell. Ah, jetzt habe ich wieder zu spät gedrückt. Wüsste halt auch nicht, was das mit Topspin zu tun haben könnte. Da hilft mir Topspin überhaupt nicht weiter. Steck kann halt auch nichts sein. Das hilft nicht. Wenn ich einfach nur drücke, es ändert halt nichts. Ich will drücken, aber mir jemand fällt halt schon. Sobald ich in die andere Richtung lenken möchte, falle ich durch. Ah, so. Toll. Also durchzappeln und dann geht's unten weiter mit Sprungpassage. Toll. Super. Pff.
Alles aufs erste Mal schaffen. Da wundert es mich halt schon, dass da nicht irgendwo ein Geheimgang ist. Das schreit so sehr danach. Schreit dermaßen nach einem Geheimgang. Ja, die ganzen Plattformen da oben bringen ihn auch wieder nur in den Tod. Wenigstens kriegen wir das jetzt öfter hin. Was das hier soll, keine Ahnung. Ja, war klar, dass das da rüber führt. Die Plattform da unten geht wahrscheinlich auch nach rechts. Schwachfug sowas. Absoluter Schwachfug. Ja, spätestens ab der Stelle hier wird man mir doch zustimmen müssen. Bin ja mal gespannt, wie lange der Steller da durchgehalten hat. So, braucht jedenfalls nicht lange zum Laden. Kann ich absolut nicht leiden, diese Dinge von wegen eine Chance oder Krepier. Mag ich nicht. Mag ich einfach nicht. Dank solcher Level kann ich dann guten Gewissens wieder die Aufnahmesitzung beenden. Eigentlich dank solcher Level dann immer nicht mehr so viel Lust auf Mega Make-up. Dankeschön. Natürlich hat es jetzt nicht funktioniert. Meine Güte, wir sind doch gerade ganz gut da durchgekommen. Lassen wir den in Ruhe werfen, gehen dann rüber. Ich würde ja gerne was dagegen tun, aber die Plattform ist so schnell. Ab, 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 ab. Zu früh. Ab, 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 ab. Ach, wieder zu früh. Meine Güte. Dieses kleine Zeitfenster da oben. Zu spät gedrückt.
Bei sowas nervt halt dann auch die Sterbesequenz von Mega Man. Weil es halt immer so lange dauert, bis man dann im Level endlich wieder anfangen kann. War klar, dass die nach rechts geht, aber ich habe nicht gut genug reagiert. Jetzt schon wieder, war ich zu weit links. Tja, was soll ich sagen? Spaß sieht anders aus. Wieso gehe ich denn jetzt die ganze Zeit da an dem Stachel drauf? Weiter drücken, Xi. Du bist noch nicht fein raus, wenn du es einmal geschafft hast. Ich hab nicht die schnellsten Reflexe, wie man merkt. Dann nervt halt einfach auch alles, was ich bis dahin machen muss. Toll, das alles auch wieder ohne Zwischenpunkt. Das ist ein Level für eine Übertragung, aber Let's Play ist sogar sehr schlecht. Jetzt zu spät reagiert. Danke. Perfekt durch. Oi. Weil man da auch einfach Schaden nicht fressen hätte können. Da muss so viel nacheinander passieren. Was ist da jetzt passiert? Wieso bin ich da zweimal aufgetroffen? Wenn die erste Berührung gegolten hätte, hätte es funktioniert, aber ich bin jetzt
aus irgendeinem Grund zweimal gelandet. Da gehören Mittelpunkte hin, verdammt. Natürlich. Nee, das wird weitergemacht. Das wird weitergemacht. Aber danach. Pause. Das macht mich gerade nervlich zu sehr kaputt. Jetzt war mal daran gestorben, super. Da kannst du dich halt auch einfach nicht mehr retten. Du machst einen dummen Fehler und bist tot. Ja. Ja, es... Hier ist es im Endeffekt halt auch so. Du musst sofort rüber auf die erste Kugel springen, die von der Kanone produziert wird. Alles andere ist zu riskant. Alles andere ist einfach zu riskant. Kein Bock auf deinen Mist. Ja, klar. Klar. Toll. Wieder von vorne. Nee. Für heute reicht's mir. Ich bin Xi. Das war Mega Mecha für heute. Bis dann, Leute. Ciao.